Pokémon Mystery Dungeon. Das Nichts. Kapitel 1. Der Tag, als etwas wurde. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Ewigkeit. Unendliche Weiten. Und diese Unendlichkeit, sie ist alles nichts. Nur alleine ihr. Ohne jemanden. Ohne etwas. Zeit ist irrelevant. Für euch. Für diesen Ort. Nie war etwas. Nie wird etwas sein. Es ist Ewigkeit. Zeitlich. Und räumlich. Und hier seid ihr alleine. Und wie ist sie? Diese Vorstellung. Allein, wenn ich nur daran denke. Es ist wunderschön. Habe ich recht? Das Nichts. Es ist Perfektion. Und ich habe in ihm existiert, seitdem nichts ist. Das Nichts ist ein Ort frei von jeder Materie. Und genau so soll es sein. Genau so will ich es. Materie ist schrecklich. Sie schmerzt. Sie blendet. Sie ist. Wieso soll sie sein? Wieso soll etwas sein? Ich verstehe es nicht. Etwas bringt das Schlechte. Nichts nicht. Deswegen war ich immer glücklich in meiner Ewigkeit. Denn hier war nur ich. Hier existiere ich. Existieren mag grundlegend bereits etwas Schlechtes sein. Doch es ist erträglich, wenn man es alleine kann, weit ab jeder Existenz. Es gibt keine Existenz. Es darf keine geben. Ich hasse sie. Ich hasse Materie. Sie verschmutzt meine Heimat. Sie verschmutzt das Nichts. Deswegen, ihr könnt es euch vorstellen, ich war so glücklich, bis ich erwachte. Und es war eines Tages. Ich erwachte aus meiner Ruhe und es war eine Nachtruhe. Es war Morgen. Es war Zeit. Es war etwas. In einem Nichtmoment hatte ich mich zur Ruhe begeben, um zu erwachen. Irgendwann und gleichermaßen nicht. Denn Zeit ist eine Lüge. Und als ich erwachte, da blendete mich Licht durch Baumwipfel. Warum war Licht? Warum waren Bäume? Warum war? Das hier war meine Heimat. Hier sollte nicht sein. Warum war diese Materie überall? Sie schmerzte. Ihr Anblick, ihre Aura. Sie war in mein Nichts eingebrochen und hatte etwas gemacht. Sie wagte es. Ich hasste sie. Woher? Warum? Aber am wichtigsten, wie beendete ich es? Niemand bricht in mein Nichts ein und macht etwas. Wenn sich Materie in mein Nichts begab, dann zerstörte ich sie.
So war es schon immer gewesen. Doch noch nie war sie direkt erschienen, wo ich existierte. Und noch nie war es so viel gewesen oder so greifbar. Es war so Ort. Warum ein Ort? Es war nicht bloß reine Materie wie sonst. Sie war geformt. Irgendetwas hatte Materie geformt. Irgendjemand. Es musste jemanden gegeben haben. Jemand war in meinem Nichts gewesen. Jemand hatte Materie dorthin gebracht. Jemand hatte sie geformt. Und dieser jemand würde büßen. Sofort musste ich mich erheben. Denn wo ich mich im Nichts zur Ruhe begeben hatte, war nun Grund. Grün. Ekelhaftes grünes Etwas wehte in etwas Kaltem, welches mich umgab. Zum Glück bin ich nicht abhängig, Grund zu berühren. Ich will ihn nicht berühren. Diese winzigen Reime schmerzten. Sie waren so Leben. Sie waren. Doch es sollte noch schlimmer werden. Wer wagt es? Rief ich heraus im Zorn. Oft tat ich dies, denn mit mir selber konnte ich sprechen. Mich tolerierte ich. Und wer sollte mich hören? Niemand. Denn niemand sollte sein. Aber nun war Materie. Und nicht nur war dieses Grün da, lebendig, aber ohne Bewusstsein. Nein, stattdessen reagierte etwas auf meinen Ausruf. Etwas Bewegendes. Etwas, was existierte. Wie ich. Ein Wesen. War dieses Wesen schuld an dieser Materie? Eine Gestalt näherte sich mir durch die Bäume an. Ein Pokémon. Ich kannte diese Wesen. Ich war mir nicht mehr sicher, woher. Die Ewigkeit ist eine lange Zeit. Oder eher keine Zeit. Doch ich wusste, es handelte sich bei dieser Gestalt um ein Pokémon. Beinahe hätte ich eine gewisse Sympathie gehabt für den bloßen Fakt, dass auch dieses Wesen sich fernhielt vom Grund, der Qual des Grün entging. Doch jene Sympathie schwand spätestens, als ich spürte, wie es mit Flügeln schlug, das ekelhafte, kalte Gefühl sogar bestärkend, um sich vom Grund zu halten. Von diesen Flügeln hatte das Wesen 4, sonst war es nicht viel außer einer lila Kugel, an welcher diese Flügel klebten. Ein X-Bad. Ich kannte den Namen. Und dieses Pokémon wagte es, sich in meine Nähe zu begeben. Eindeutig hatte es keine Ahnung, wer ich war. Doch wie sollte es auch? Und trotzdem schien es mich nicht zu fürchten. Nein, es hatte meine Worte gehört. Und es schien interessiert. Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Und deine Spezies auch nicht. Ein Pokémon, sprach ich.
Wieso ist ja eines von euch? Wie? Ich lebe hier. Genau wie einige andere Pokémon. Wo sollten wir denn sonst sein? Nicht hier. Nicht irgendwo. Hier sollte nicht sein. Meine Heimat. Wo ist sie? Was hast du getan? Hast du das hier getan? Bist du verantwortlich? Antworte, bevor ich alles vernichte. Immer noch wirkte das Pokémon nicht erfüllt von Furcht. Doch es erkannte, dass ich nicht hier war, um Freundschaft zu finden. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Ich bewache diesen Ort. Und wenn du Probleme machen willst, dann musst du an mir vorbei. Aber was meinst du mit deiner Heimat? An diesem Ort hat sich nichts verändert, solange ich denken kann. Ich habe mich zur Ruhe gelegt in meiner Heimat. Und nun erwache ich, muss all diese Materie sehen, spüren an diesem Ort, der mein Zuhause sein soll. Und ich will meine Heimat wieder. Erneut schien es, als würde das X-Bad sich eher interessieren, als zu fürchten. Du bist ja aufgewacht, an einem fremden Ort. Woher kommst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen, den Weg zu finden. Ich stamme aus dem Nichts. Das alles war, bis dieses Etwas wurde. Du bist verdammt seltsam, weißt du das? Ich? Seltsam? Unverständlich sind die, die in Materie verweilen, sich an ihr ergötzen, sie lieben. Unverständlich sind die, die leben. Oh, Arzis, was hast du heute denn hier angeschleppt? Oh, was? Die Augen des Pokémon wurden groß. Als wäre mein Unverständnis eine schwere Sünde. Bitte? Kennst du Arceus nicht? Was soll ein Arceus sein? Irgendwo in meinem Inneren schien etwas mit diesem Namen zu resonieren und ließ Zorn aufwallen. Na, Arceus, der Erschaffer unserer aller Welten. Der Erschaffer aller Welten. Welten waren das, diese Ansammlungen der Materie. Wenn ja, dann wäre es dieser Arceus gewesen. Er hatte mein Nichts gestört. Und er hatte gemacht. Was bildete er sich ein? Ich muss diesen Arceus sehen. Er hat mich aus meiner Heimat gerissen. Bring mich zu ihm. Zu ihm? Das kann ich nicht. Ich bin nur ein Pokémon. Kein Pokémon kann einfach so zu Arceus gehen. Nicht einmal Dialga und Palkia würden mich empfangen. Dieses Mal brauchte das Pokémon nicht einmal eine Nachfrage, um zu verstehen, dass mir die Worte nichts bedeuteten. Palkia und Dialga, sie sind die Wächter über Raum und Zeit. Sie wachen über unsere Welt als sogenannte Stimmen des Lebens. Das heißt, sie sind von Arceus selber ausgesandt, als seine Vertreter. Sie wachen über diese Welt an einem Ort namens Verhängnisturm. Wenn man mit Arceus reden will, muss man erst eine Audienz bei ihnen erfragen. Wenn sie genehmigt wird, dann hören die beiden einen an und entscheiden selber, wie es weitergehen soll. Nur in allerseltensten Fällen, wenn die beiden es gestatten. Was vor allem geschieht, wenn die beiden Stimmen sich nicht in der Lage sehen,
selber zu entscheiden. Nur dann kann ein normales Pokémon Arceus sehen. Ich bin kein normales Pokémon. Und mich interessiert nicht, wer dieser Arceus denkt zu sein. Er wird mir meine Heimat zurückgeben. Du bist sehr komisch. Aber deswegen hast du auch irgendwo recht. Ich verstehe zwar nicht ganz alles, aber wenn ich das richtig höre, dann suchst du deine Heimat. Du bist eindeutig nicht von hier. Und es stimmt, wenn du irgendwo in einer anderen Welt gelandet bist, dann wären Palkia, Dialga oder gar Arceus die einzigen, die dir helfen könnten. Dieses närrische Wesen. Es verstand immer noch nicht, dass ich keine andere Welt suchte. Ich suchte nach einer Ewigkeit ohne Welten. Aber all diese Materie zu zerstören, es würde dauern. Sehr, sehr lange. Und es gab Pokémon. Sie könnten sich wehren. Und wie viele es wohl wären. Ich bin stärker als jedes Pokémon. Doch nicht stärker als zu viele gleichzeitig. Und meine Heimat, um sie zurückzugewinnen, musste ich diesen Arceus zur Rechenschaft ziehen. Dazu müsste ich ihn nicht finden. Und hier war alles so da. Wie sollte ich mich zurechtfinden? So sehr ich Wesen der Materie hasste, könnte ich ohne eines von ihnen auskommen. Wenn ich mitspielte, dass X-Bad glauben ließ, dass ich wahrlich eine andere Welt erreichen musste, dann würde es mir vielleicht helfen. Das Mon wirkte naiv. Dann bring mich zu ihnen, damit ich nach Hause kann. Ich habe es gerade schon gesagt. Auch eine Audienz bei Dialga und Palkia ist schwer zu erhalten. Dich würden sie nicht anhören. Du bist nicht mal ein Pokémon. Und mich würden sie nicht anhören. Ich bin nur ein Pokémon. Und wenn ich über eine Region wachte. Für einen Moment schien die Fledermaus in Gedanken versunken. Andererseits kann ich auch nicht nichts tun. Ich muss doch helfen, wenn jemand in Not ist. Wer wäre ich denn sonst? Deswegen bewache ich doch die Gegend erst. Weil die Pokémon mir die Aufgabe für meine Taten anvertraut haben. Urplötzlich wandte sich das Pokémon zu mir um. Flog ekelhaft nahe an meinem Gesicht. Ich habe eine Idee. Dann verkünde sie aus mehr Entfernung. Dieser Strom, den du erzeugst, er ist schrecklich. Strom? Aber ich erzeuge doch gar keinen Elektro... Ach, meinst du den Wind, den ich mit meinen Flügeln erzeuge? Sorry, ich wusste nicht, dass du dafür empfindlich bist. Wind. Wind war diese Kälte. Einst war Wind. Aber er war schon lange gewesen. Wieso wehte er wieder? Wegen Arceus! Naja, auf jeden Fall, die Stimmen werden uns nicht anhören. Ich bin nur eine einzige Wächterin. Meine Bedürfnisse stehen vertreten für eine Region. Nicht groß genug, um unter die Entscheidungskraft der Götter zu fallen. Aber vielleicht, wenn wir doch die Wächter anderer Regionen auf unsere Seite bringen, dann können wir vielleicht genug dieser Welt repräsentieren, um die Aufmerksamkeit der Götter zu gewinnen. Drücke dich simpler aus.
Was willst du tun? Mehr Wächter ihrer Region ansammeln und sie davon überzeugen, dass sie dir helfen sollten. Warum sollten sie das tun? Weil sie hilfsbereit sind und wir alle zusammen für die Ordnung des Weltenbaums stehen sollten. Und dazu gehört es, verirrten Wesen wieder zu helfen. Wir müssen sie nur überzeugen. Und das ist die einzige Methode. Können wir nicht einfach zu diesem Verhängnisturm sehen, ob sie uns passieren lassen? Wenn nicht, sie zwingen. Ich habe kein Interesse daran, lange zu reisen. Es ist aber die einzige Chance. Außerdem wird das lustig, das verspreche ich. Du wirst so viel sehen. Du kannst diese Welt kennenlernen. Sie gefällt dir ganz bestimmt. Und ich kann alte Freunde wieder besuchen. Glaub mir, es wird besser, als du denkst. Also, wohin willst du zuerst? Wir könnten von hier ans Meer oder wir können ins Magmatal. Oh, und den Canyon gibt es. Ach, das ist alles so aufregend. Überall die ganzen Leute und ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Kann das sein? Und du dich auch nicht. Also, ich bin Luna. Hauptberuflich X-Bad. Nebenberuflich, wache ich über diesen Wald hier. Dieses X-Bad. Luna. Hielt mir einen Flügel hin. Als erwarte sie, dass ich einschlüge. Was ich beinahe getan hätte. Alleine. Ich deutlich größer als dieses Wesen war und es bestimmt gelitten hätte. Andererseits brauchte ich das Mon noch und hatte selber keine Lust auf Kontakt mit Materie, speziell mit dem Gift. Nenn du mich Tempu Terminus. So kannte mich die letzte Materie, welche mich antraf. Tempo Terminus? Was denn das für ein Name? Den kann sich doch kein Mann merken. Ich nenne dich Tempo. Wage es, mir einen lächerlichen Spitznamen zu geben. Und du wirst den Tag bereuen. Ach ja, je, was bist du denn für eine Spaßbremse? Daran müssen wir noch arbeiten. Und genau dafür haben wir jetzt eine Menge Zeit. Zeit. Ekelhaft. Aber noch musste ich sie ertragen. Noch. Damals wusste ich noch gar nicht, wie viel Materie sich meinen schmerzenden Augen noch zeigen würde.